ein neuer Versuch. Naja, vielleicht. Wir machen weiter. Ja, also schon klar. Der hat gerade ein Fischerhaus aus dem Boden gestampft. Und wie. Richtig schön wächst es empor. Ein riesen Einzugsgebiet. Wir müssen immer noch diese, ich weiß nicht, vierte Mission oder fünfte oder sowas erledigen. Und wir kriegen es nicht hin, partout nicht, dass die das blöde Getreide nach Norden schaffen, hoch auf den Berg zur Brauerei. Irgendwie kommt da einfach nichts an. Ja, ich habe ja schon das Lager hier, aber es ist... Na, theoretisch ist das Lager jetzt im Einzugsgebiet von der Brauerei. Jetzt müssen sie nur noch die scheiß Getreide in das blöde Lager bringen. Aber irgendwie haben sie da nicht so recht Lust. Kein Bock. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Also sie haben an sich jetzt schon ziemlich viele Soldaten. Es wäre ganz gut, wenn die... Wieso ist denn der eine verletzt? Wieso? Der wird immer verletzter. Ja, der ist zecken. Was ist mit dem? Wo ist er denn? Ach, der hat Hunger. Oh, wieso haben die Hunger? Die haben richtig krassen Hunger da oben. Die haben da kein Essen da oben. Wie soll ich denn da Essen hinkriegen? Naja, auf dieselbe Art, wie wir jetzt gerade schon versuchen, das Getreide da hochzukriegen, indem du... Es bringt ja nichts, da jetzt ein Lager hin, du musst das ja gucken, wo der Einzugsbereich ist. Jetzt nicht Aktionismus hier. Ja, aber wieso essen die denn das? Naja, dann haben wir nicht genug Essen. Dann ist das die nächste Erklärung. Ich habe schon eine zweite Fischerhütte gebaut. Ja, die muss erst noch anlaufen, so richtig. Hm. Das ist alles gar nicht so trivial. Ich dachte, das ist hier... Nee, das wird glaube ich, noch komplexer. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel der Gebäude oder so. Jäger haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Das wundert mich auch. Und die Bäckerei auch nicht. Stimmt, mit Bäckerei könnte man ja dann... Wobei, wenn man so wenig Getreide herstellt wie wir... Guck mal, die sterben da. Ja, die sterben gerade da. Ja, was soll ich machen? Wie die fliegen. Naja, da kannst du jetzt gar nichts machen. Die haben ja kein Essen. Oder... Kann ich die nicht... Du kannst auch verrücken versetzen. Nach unten. Dann geht's schneller auf jeden Fall. Dann setz sie doch da irgendwo... Dahin? Mittig hin, genau. Und den versetze ich erstmal da. Ja. Dann gucken wir mal, ob das... Die Brauerei. Das ist keine so schlaue Idee, wahrscheinlich die da oben hinzusetzen, so weit weg. Das wissen wir dann jetzt auch fürs nächste Mal. Dass man die vielleicht eher auch unten im Dorf hat und... Einfach das Lager da oben. Das Nachschublager. Das ist Nachschublager, ja. Goldwaffen. Ja. Okay, weißt du was? Abreißen, da kriegt man ja einen Teil wieder. Und da ist eh nur ein... Ist nur ein Wasser drin. Okay. Also ich reiße das jetzt ab? Ja. Und baue das da unten. Wir lösen das jetzt mal auf die aufwendige Methode. So, dann muss hier... Na, das war da gerade. Wenn du das einfach wieder bauen willst. Beim Militär. Die Brauerei. Ne? Jetzt haben wir nur dummerweise keinen Bauplatz. Doch, da ist noch ein kleiner Bauplatz. Ja. Was sein muss, muss sein. Auf dem Weg nach unten sind schon wieder ein paar Leute gestorben. Scheiße. Zeig mal, wie haben wir denn jetzt noch? Das war der mit einem und... Das war der mit einem. Zum Glückwunsch, die haben beide einen. Aber immerhin lebt der eine noch. Und der andere? Der noch? Dem geht's gut. Der hat... Jetzt ist halt was. Naja, der hat nichts zu essen. Was soll er denn essen? Ja, aber er ist jetzt hier unten. Und er kann doch Wasser trinken. Da ist gar kein Essen eingelagert. Nee. Aber Bären... Da ist Essen. Aber das Essen ist ja relativ weit weg von ihm. Die haben aber auch Ansprüche. Warum sind denn die Bären alle da eingelagert und nicht da? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das zentraler liegt, das linke, und da die Leute sich immer ihr Essen holen. Und vor dem rechten, da geht keiner hin. Aber können wir jetzt auch nichts machen. Sind ja selber schuld, die Leute, wenn sie nicht essen wollen. Was habe ich hier gebaut? Ach ja, die Brauerei. Oder um es mal zu sagen, mit berühmten Persönlichkeiten, warum, wenn es kein Brot gibt, warum essen sie denn dann keine Bären? Kuh, Entschuldigung, es war Kuchen. Aber auch Bären würde funktionieren. Fischer, ja, warum? Der Fischer darf da wohnen, das ist schön, aber er fischt nicht genug. Er müsste mehr fischen. Der macht das. Also offensichtlich für vier Wohnhütten haben wir mittlerweile, oder? Nee, drei. Für drei Wohnhütten braucht man offensichtlich also mindestens schon mal zwei Fischer, weil mit einem Fischer hat es nicht gereicht. Ich glaube, würde eher von den Anzahl. Wir haben 16 Leute. Also zwei Wohnhütten. Immer 8 Leute. Geht der noch weiter runter hier?
Oh, er hat gegessen. Er hat gegessen. Es hat gegessen. Es kann essen. Aber der die auch. Na, da kann ich jetzt Leute rekrutieren. Was denn? Nichts. Aber die Brauerei, die ist noch lange nicht fertig. Na doch. Guck mal, da fallen jetzt Leute vom Himmel. Es hat Platz geworden. Ja, und jetzt stirbt am anderen Ende des Dorfes stirbt jetzt einer, weil er verhungert. Nee, wieso? Es gibt ja kein anderes Ende mehr. Am anderen des Dorfes. Also irgendwo da rechts oder links. Ich sehe sie nur schon wieder alle verhungern. Naja, wird schon nicht passieren. Ich kann ja der nicht hat so viel Ehre, ey. Guck mal, das ist einer unserer ehrenvollsten Mitarbeiter. Ach Gottchen, das ist alles so kompliziert. Na, da fallen sie wie runter. Sie fallen wie die Fliegen. Fünf. Hier habe ich 2, 3. Und hier habe ich hast du auch 3. Dann habe ich 6. Ist ja immer 1, einer plus die, die hier unten stehen. So. Ein Plänkchen brauchen wir noch. Und nee, nur noch 2 Steinchen. Die macht unser Steinmetzi-Boy. Wo ist er denn? Steinfratz. Oh, habe ich ihm den Anbau gemacht? Ja. Ja, doch hier ist sonst er. Hätte er nicht. Wir haben ja schon eine Brauerei gehabt. Also ja, irgendwoher stimmt. Musstest du ja die Steine haben. Nee. Jetzt brauchen wir aber noch. Sich steht der Steinmetz direkt daneben. Jetzt müssen sie ja nur noch die blöden Steine dahin. Ich noch die Brauerei irgendwie. Na, unten mit dem Hauptwegenetz. Was ist denn das Hauptwegenetz da? Nein, einfach noch eins. Ja, man sieht das vor lauter Bubbeln nicht. So viele Bubble. So, alle gesund und munter? Allen geht's gut. Ach, ist das schön. Ja, ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Spiel, was man so langfristig hat. Dass man das gar nicht auseinanderziehen kann. Na, muss man, also man, dass man muss auf dem Weg nach oben auf dem Berg wieder nochmal ein neues Dorf sozusagen anfangen zu bauen. Also mit dem Jäger dann wahrscheinlich eher, weil es weit weg vom Wasser ist und so. Ja. Dass du dich versorgen kannst, weil du kriegst das gar nicht so gut hin, das nach oben zu transportieren. Achso, sammeln. Also jetzt ist es wahrscheinlich noch lächerlich hier so, aber später, ich habe ja Bilder gesehen von dem Spiel, später sind die Berge halt 5-mal so hoch und viel länger und so und dann dauert es wahrscheinlich alles viel zu lange, die da hoch zu transportieren. Und dann versterben sie die auf dem Weg nach oben. Recruiting. Das wollen wir natürlich nicht. So, genau, jetzt machen wir erstmal wieder voll hier. Wir kein Recruiting? Nein, dass die Leute sterben auf dem Weg nach oben. Das war noch darauf bezogen. So, Brauerei hat... Aber kein Wasser. Aber Wasser ist ja hier gelagert gewesen. Wasser sollte an hier. Sich... Also kann er sich einfach mal holen. Typsi. Ich brauche noch eine Straße. Da sind doch schon Straßen. Na okay, wir müssen hier so im Umweg laufen. Das sieht ja aus da also. Schön sieht's aus, ne? Ja. Ich finde diese Holzstufen lustig. Ja. Unebenheiten. Naja, wenn es halt zu steil ist sozusagen, dann machen sie da so ein... Aber hier ist schon wie überall Steinstraßen und so. Das ist auch einfach super. Das Getreide ist weg. Wie geht das denn? Weiß ich nicht. Hat er schon mal angefangen, Getreide zu... Kannst du mal ins Lager gucken rechts? Ob da was... Das? Ja, okay. Ich dachte, vielleicht haben sie ja schon eins produziert. Jetzt. Also es war in Produktion gerade wahrscheinlich, das Getreide. Dann verschwindet es ja schon. So, und jetzt können sich ja die Leute vom Militärlager, das direkt daneben liegt, müssten sich ja dann eigentlich jetzt nach und nach mal... das holen. Und jetzt bin ich gespannt, woran man sieht, ob die also ob man wirklich auf jeden einzelnen klicken muss oder ob es dann so ein kleines Symbol gibt, dass der jetzt irgendwie Level 2 ist oder so dann. Wieso stellen die keine Waffen her eigentlich? Ich glaube, die haben keine Stöcker. Ja. Das mag ein Problem sein. Dann, woran konnte man nochmal erkennen, ob der Äste oder Zeugs herstellt? Gar nicht. Wie? Was meinst du? Ja, warte. Aber er soll mal ein paar Äste herstellen. Die müssen sich Waffen bauen. Ja, das wird schon. Die haben alle nichts. Noch nicht. Die haben alle was. Na, die sind ja näher an ihm dran. Also das ist immer, glaube ich, so ein bisschen, wie sich das... Die sind halt zu weit weg von ihm überhaupt. Die sind aber näher dran an der Brauerei. Ja, ich kann ja noch einen Holzfäller Holzfäller bauen. Kannst du noch da oben bauen. Das stimmt. Kann ich nicht? Doch. Ja. Ich meine, der verhungert dann zwar irgendwie, aber ist auch egal. Dann hat doch hier das Lager mit den Bären. Mit den vielen Bären. Ja. Das stimmt. Logistik. Logische Logistik. Bauen. Muss jetzt Rieseneinzugsgebiet haben. Ja, theoretisch schon. Okay, wir sind schon wieder wikingertechnisch voll aufgefüllt. Da ist das zweite Fass fertig geworden. Jetzt hätte ich gern mal, dass die sich das abholen.
Na, oder es geht wirklich nur über diese Nachschublager. Das Nachschublager. Du kannst auch mal Nachschublager noch irgendwo. Scheiße. Naja, hier ist alles so blöd. Naja. Aber wenn es sein muss, baust du es da drüben hin. Dann kannst du ganz mal mit dem Lager auch nochmal umziehen. Das tut ja nicht weh. Nee, baust aufs Grüne. Du musst nur eins daneben gehen. Ja. Du kannst ja auch das Militärlager nochmal rüberziehen und dann geht das alles. Ich brauche ein Wohnhaus, glaube ich. Willst du noch mehr Leute haben? Na, die Kapazität ist erreicht. Und ich habe keine Arbeitslosen mehr. Dann brauchen wir wieder mehr Nahrung. Nee, die drei Leute, die noch kommen. Arbeitslose Wikinger, zwei. Wo? Was? Ja, das haben gerade welche, die haben aufgehört, was zu bauen. Den Holzfäller oben und jetzt ist wieder. Ach so. Einer ist jetzt wieder einer Holzfäller. Ist Holzfäller und einer ist arbeitslos. Und der Nils. Wird dann noch der Arbeiter in dem. Und ja, da haben wir alle Aussagen. Hoffen wir es mal so. Dann darf ich nichts mehr bauen. Nee, dann darfst du nie wieder was bauen. Höchst außer Wege. Wege darfst du natürlich immer bauen. Karin, Wege darfst du immer bauen. Ja, Wege, Wege. Wo ist er denn, mein Bauarbeiter-Typ? Wesen, Wesen sei es gewesen. Was hat das hier? Du erwischst ihn nicht. Holzfäller. Nee. Das ist der Holzfäller von oben, der fällert Holz. Wo ist denn mein Bauarbeiter? Hab ich doch keinen Bauarbeiter mehr? Vielleicht kommt er jetzt auch. Olaf? Da ist er. Bauarbeiter. Ach, der holt was. Ja. Also ich glaube, wir müssen das noch besser managen mit diesen Lagerkisten und so. Ich spiele das zum ersten Mal. Karin, nicht immer alles gleich als Kritik an dir verstehen. Ich gehe nachher nach Hause, übe das 50 Stunden und dann nehmen wir die nächste Session auf. Okay, so machen wir das. Oh, es ist dunkel. Guck mal, hier stehen noch ganz viele am dumm rum irgendwie. Ach so, sind die Soldaten. Ja, klar, dass die dumm rumstehen. So, jetzt würde ich mal wirklich gern... Bitte schläft. Was, Schaden? Hat jemand Schaden? Schaden 50, also... Ich wurde nur geguckt, also... Das ist mehr als vorhin. Nee, ist es nicht. Nee. Doch, vorhin hatten die noch 10. Nee, glaube ich nicht. Doch. Waffe, 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 Waffe. Ja. Waffe fehlt, Waffe fehlt, Waffe fehlt. Aber hatten die nicht vorhin nur 10? Guck mal, er hier hat nur 10. Ach so. Liegt das jetzt am Bier oder was? Aber wieso haben die da hinten jetzt so geilen Schaden und die da vorne nicht? Nee, die hier vorne haben den Schaden. Die sind ja auch am Nachschublager. Achso, die brauchen wirklich dieses Nachschublager. Obwohl das ja auch im Einzugsbereich von hier ist, aber ist halt näher. Doch, also. Ich glaube, die haben jetzt aufgelevelt. Okay, aber es dürften ja noch nicht alle. Wir haben ja an sich noch keine 5 Bier hergestellt gehabt. Also kannst du mal den untersten mal, vielleicht... der hat 50... Das ist wirklich blöd. Der hat 50... Der hat 40... Okay... Ja. Der hat noch nicht so viel Bier getrunken, wird auch 50. Und die hatten 10. Also ich glaube, die haben schon... Ja, sowas. Okay. Ich check nur das Prinzip noch nicht so 100%, aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Bist du auch kein Checker? Bin ich kein echter Wikinger, ich weiß. Kein echter wahrer Held. Na gut, wollen wir die Jungs dann mal umziehen nach oben und mal ein bisschen Action machen? So... Nummer 1, hoffen sie sterben so auf dem Weg nach oben. Wäre ich auch nicht so dafür. Aber wir müssen ja nur die besiegen und dann geht es ja schnell weiter. Ja, das ist richtig. Was ist das hier? Achso, Holzfäller. Du könntest an sich jetzt schon die bösen, bösen Viecher rufen. Weil die sind ja schon alle oben, jetzt die Jungs. Da kommen sie. Und jetzt gehen wir mal ran und schauen mal, wie furchtbar das läuft. Sehr furchtbar. Oh, die ersten sind schon schwer verletzt. Ja, aber guck mal, der hier. Also, oh, der, wenn alle auf eingehen. Also, die sind ja auch alle auf einen fixiert, habe ich das Gefühl. Oh, guck mal, das geht ja richtig ab. Nicht wie bei Siedler 2, wo immer einer sich gegen einen so gegenüberstellt. Jeder schlägt einmal und am Ende. Das hat aber auch Spaß gemacht, so zu gucken. Ja, das stimmt. Schlichtere Gemüter können sich so, da auch. Oh, der erste ist weg. Ja. Hast du mich eben als schlichtes Gemüt bezeichnet? Das hast du so interpretiert, das ist völlig absurd. So etwas würde ich nie behaupten. Guck mal, Ehre, hier gibt es Ehre ohne Ende. Boah, guck mal, es regnet echt fett Ehre. Nee, der hat keine? Die sind gerade erst geboren, die Jungs. Das ist das Problem, die verlieren ja alle ihre Ehre wieder, wenn sie sterben. Also müssen wir halt dafür sorgen, dass sie nicht verhungern. Aber was haben sie denn von der Ehre nochmal? Achso, dann können sie nach Valhalla. Ach, vielleicht, wenn die Ehre voll ist, dann gehen die nach Valhalla.
oder was? Und dann kriegen wir vielleicht irgendwelche Bonuspunkte, weil einer von uns nach Valhalla gekommen ist oder so. Was auch immer. So, schön. Ich habe gewonnen übrigens. Du hast gewonnen. Jetzt kann ich mir von Gia einen Keks abholen. Yay! Gia hat nämlich Kekse gebacken. Sehr lecker. Und ich durfte mir nur einen holen, wenn ich gewinne, haben das sie gesagt. Das hast du selbst festgelegt. Ja, ich weiß. Gut, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Valhalla Hills und dann schauen wir mal. Dann darf Dennis mal glorios versagen. Ja, zwei Folgen lang, weil du hast jetzt auch zwei Folgen hintereinander gespielt. Yep. Bam. Bis dann. Ciao.